Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit unserem Let's Play und wir wollen heute oder sollen uns jetzt bei Professor Fig melden. Und eine kleine Anmerkung zu meiner neuen Zukunft. Ich habe soweit meinen PC wieder fertig am Laufen. Es kommt jetzt ein oder anderes Setup jetzt noch. Ich habe jetzt Maustastatur, Bildschirm zugelegt, Mikrofon ist schon bestellt. Habe ich Revelio eigentlich schon? Das wird Revelio allerdings. Warte mal kurz, ich muss mal gerade gucken. Steht eigentlich schon? Akio, klar. Ich glaube, Revelio haben wir noch nicht, ne? Glacius, Kontrolle. Lumos, klar. Reparo. Wingardium Leviosa. Ivanesco. Die Unverzeihlichen, klar, die haben wir noch nicht. Habe ich den? Hab ich gedacht. Incendio. Colfrigo. Defindo. Bombarda. Den kenne ich auch noch irgendwo, ja. Den hat tatsächlich, glaube ich, mal sehr oft Dolores Umbridge benutzt in den Harry Potter Büchern. In Band 5. Akio. Bist du nicht so? Oder ist der gerade, sehe ich den einfach jetzt gerade, übersehe ich den jetzt gerade so ein bisschen. Hallo? Reparo? Wisst ihr, Revelio heißt der, ne? Pulso, Descendo, Filipendo. Scheinbar kriege ich schon, noch nicht so weit. Ach, natürlich. Oder ich bin jetzt gerade einfach ein bisschen blöd, weil Akio war es nicht, ne? Naja, gut, okay. Ich noch viel lernen müssen. So, okay. Gehen wir jetzt mal wieder trotzdem zum Professor Fig. Weil haben wir nicht irgendwas anderes noch gerade an Bord? So ein bisschen an Dings. Ich habe in einer Facebook-Gruppe etwas gelesen. Aufträge, wo sind sie denn? Hier. Nee, Quatsch. Hier war das. Pulso, Wingardium Leviosa. Okay. Flugprüfung. Warte, wo war das denn? Okay, das war jetzt das. Ich habe nur gerade irgendwas im Kopf gehabt, aber alles ist gut. Kommt bestimmt noch. So, okay, gehen wir jetzt mal ein bisschen rein. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen aufgehalten habe, aufgehalten wurde, mehr oder weniger. So. Wo haben wir denn den guten? Okay. Ich habe da gerade irgendwas gesehen. Na gut. Da sind wir schon. So. Hallo, Professor Figgy. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich habe etliche Nachrichten von Professor Blacks Hauselfen Scrope erhalten. Scrope schickte Ihnen Nachrichten? Ja, das kam mir auch seltsam vor. Er
bat mich, ihn zu treffen und sagte mir dann, ich solle den Toast... Warum sollten Sie Toast mitbringen? In einer Höhle unter dem See. Dort fand ich Richard Jackdaws Geist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Okay. Die Kartenkammer. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Da sind wir schon. Und das war die ganze Zeit hier unten. Sieht vielversprechend aus. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Das nur sehen könntest. Sprich mit dem Porträt von Professor Rackham. Warte mal, wenn das hier auf der Seite ist, brauche ich nicht die Schritte zu folgen. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor. Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Ja. Sie und Ihr Freund Charles sprachen vom Portschlüssel und von Ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum, das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten.
Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fig? Ja. Dann klar doch. Lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Wollen wir nachsehen? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Kommt mir aber nicht bekannt vor, jetzt, wenn ich mich erinnere. Ich glaube nicht. Vielleicht ist dieser Jungspund nicht so weit gereist, wie Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Was wissen Sie über den Turm? Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Dann sehen wir uns dort. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. So. Auftrag abgeschlossen. Das war die Kartenkammer. Und trifft dich mit Professor Fig am Turm. Das machen wir in der nächsten Episode hier bei Let's Play Hogwarts Legacy. Bis dann.